Heyo und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde zu Dwarf Fortress. Ja, wir brauchen mehr Cloth auf jeden Fall, aber vorher würde ich gerne traden. Also. Fleisch haben sie viel und das wäre gar nicht mal schlecht, das zu haben. Also nehmen wir mal alles am Fleisch, was ihr habt. Wollen wir Fisch? Gute Frage. Trinken haben wir langsam wieder etwas. Deswegen nehmen wir ein paar Blackberries. Zum Schnaps brennen. Und ein paar von denen. Kuhkäse, Schweinskäse, Schafskäse ein bisschen. Kuhjackkäse, noch mehr Kuhkäse. Ziegenkäse. Ja, noch mal ein bisschen Schweinskäse. Dann nehmen wir auch den ganzen Fisch, den ihr habt. Hier sind irgendwie alles Mögliche reingekommen. Hehe. Eschensplint, Chalkmax. Noch eine Dockfigurin. Hier, das hier sieht nach Finne, also nach Quarfdwarf-Zeug aus. Was wir mal so reinwerfen können. Wir versuchen mal so auf 50-50 zu kommen. Also 3200. So, da sind wir schon. Okay, der Trader Profit ist noch etwas zu niedrig. So. Trade. Thank you for your business. So, das heißt, wir können ihn wieder abziehen. Die Dinger wegpacken. Gut, die nächsten Sachen, die ich so planen möchte, sind ein Tempel. Für Tempel bräuchte ich wahrscheinlich auch wieder eine Zone. Mal gucken. Also es sind sehr viele Götter hier. Also werde ich wahrscheinlich einen allgemeinen Tempel, wo alle halt beten können. Errichten. Was braucht ihr so alles? Instrumente. Kisten, wahrscheinlich auch Stühle. Ja, werde ich so ein bisschen was hinstellen. Statuen, Podest in der Mitte.
Ja. Okay, also das können wir wieder wegmachen. Das war nur mal so zu überlegen. Und ja, den Tempel, den hätte ich gerne hier drüben. Nur noch eins größer, so. Das würde sich gut als Tempel machen, zwei Eingänge. Dann kommt hier sozusagen ein Pedestal hin. Und ja. Und ein paar Statuen links und rechts. Also soll ich hier das Pedestal hinmache? Kann ich hier drei Statuen und da drei Statuen hinmachen? Was ich allerdings will, ist ein paar Säulen noch reinschmücken. Sagen wir so hier und hier. Ah, passt aber auch nicht ganz. Dann schmücken wir halt hier so außen vier Säulen hin. Lassen drei frei. Dann können wir hier Bänke und hier Bänke platzieren. Und auch Bänke in der letzten Reihe. Ja. Das würde mich zufriedenstellen. Nee, das will ich nicht. So. Bänke müssen wir dann abzählen, wie viele wir brauchen. Also 1, 2, 3, 4 auf jeden Fall hier. Wobei das auch irgendwie komisch ist. Ich mache hier zwei Säulen hin, dass da direkt daneben Bänke platziert werden können. Also hier vier Bänke und hier vier Bänke. Dann können hier fünf Bänke, hier fünf Bänke und hier fünf Bänke platziert werden. Und dann nochmal jeweils. Oh ja, ich könnte hier noch jeweils eine Säule machen. Dann kann ich hier noch mal vier Bänke und hier noch mal vier Bänke. Oder ich mache das Ganze eins breiter. So. Lass drei frei. Hier eine Säule und hier eine Säule. Jeweils. Vielleicht so hier noch Säulen da dazwischen. Nee, die Säulen da dazwischen braucht man nicht unbedingt. Dann kann ich nämlich hier vier Bänke jeweils. Das sind 16. Und hier nochmal jeweils fünf Bänke, sind 20. 20, 16, 36 Bänke, ja. So, 36 Bänke. Das sollte reichen. Statuen. Ein Podest. Oder kann ich auch einen Altar platzieren? Statue Offering Place.
Ja, dann Offering Place. Oh, Instrument. Ja, die beiden Sachen auf jeden Fall. Also ein Instrument und ein Offering Place. Und Statuen. Und hier hinter die Säulen oder zwischen die Statuen, hier in die Ecken, kann ich zwei Kisten platzieren. Ja. Ja, das wäre nicht schlecht. Make Ash wird gerade ausgeführt, danach wird Make Pot Ash ausgeführt, okay. Das heißt, ich brauche Rock Throne. Habe ich gesagt, brauche ich 36. Jawohl. Dann brauche ich Rock Door. Genau, zwei Stück. Dann brauche ich Rock Statue. Nur 5, keine 6, weil den fünften Platz übernimmt das Klavier. Jetzt ist die Frage. Rock Pedestal brauchen wir auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist ein Pedestal. Und da ist jetzt die Frage, das wird wahrscheinlich ein Dwarfs Workshop. Decorate with bone. Wobei, das sieht auch nicht danach aus. Ist das dann doch im... Sicherlich nicht im Siege-Stalker. Oh, Rock Altar. Den brauchen wir natürlich. Das heißt, Pedestal kann raus. Ja, dafür ein Altar. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht was rausfinden über das Instrument hier. Needs item, no access to item. Aber welches? Item zeigt bei uns nicht. Ja, das ist im Dwarfs Workshop. Ah, Make Instrument Piece. Annahm Body und Annahm Keyboard. Desor Chest und Desor Pipes. Okay.
Anam Body, Anam Keyboard. Gucken wir mal kurz in unserem Waggon, das, was da Anam. Anam Bellows. Okay, gehen wir mal alles durch. Das ist so ein bisschen doof. Aber Anam Bellows klingt so ein bisschen nach Leatherworker. Also Anam Bellows. Anam Body und Anam Keyboard. Ah, und hier sieht man, welche Materials dafür in Frage kommen. Pecanwood, können wir das setzen? So, und wenn wir jetzt hier in unseren Leatherworker reingucken, haben wir auch Leder, gut, das wir nutzen können. So, hier werden neue Särge platziert, das ist auch gut. So, und noch die letzte. Gut, so wie es aussieht, haben wir gerade keinen, der begraben werden muss. Weil wenn die Jungs dann einen Ort zum Beten haben, ist das auch schon mal nicht schlecht für die. Hier werden auch wieder Sachen gebaut. Der Fischer fischt und der Fischer isst gerade. Sie baut hier gerade. So, als nächstes will ich mich um das leidige Thema mit dem Refuse kümmern. Ich frage mich nur, wie man das Zeug hier los wird, die Steine, die da liegen.
Oh, und man sieht wieder den Damp Stone. Naja, der Ort hier wäre am besten geeignet. Hier einen großen Stockpile zu machen. Das wären 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16 mal 1, 2, 3, 4.